Hallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Part. Pokémon Saphir steht auf der Tagesordnung. Und wir sind in Team Aquas Versteck gerade unterwegs. Wir haben hier drei Pokébälle vor uns liegen. Allerdings sind manches davon Attrappen. Zum Beispiel dieses hier. Ah, Elektroball. Ich hoffe, er explodiert nicht, ey. Ich mag sowas nicht, ey. Das ist ein bisschen hässlich in der Nuzlocke-Challenge. Oh nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Okay, danke. Danke, Bobine. Danke für deine gute Verteidigung. Oh yeah. Und sogar Level Up. Ja, cool. Boah, ich bin froh, dass ich nicht irgendeinen anderen an der Spitze hatte. Also, ich glaube, Blaze hätte das aus den Latschen gefegt. Okay, gucken wir uns das hier an. Ja, einfach mal so ein Meisterball auf dem Boden, ne? Ja, ist ja nichts Besonderes. Und ein Nugget, yeah, cool. Wer hat denn hier überhaupt sein Büro, ey? Ist doch voll langweilig hier, nicht mal mit Fenster. So, jetzt müssen wir irgendwie zurückkommen. Ja, den Weg kannte ich zum Glück nicht. Zum Glück kannte ich den Weg noch! So, der einzige Weg, der uns jetzt noch offen ist, Teleporter-mäßig, ist hier, dieser hier. Mal gucken, wo uns der hinführt. Also Meisterball ist natürlich auch richtig geil, damit kann ich ein Pokémon zu 100% fangen. Mal gucken, wofür ich das benutzen werde. Hallo, na, möchtest du kämpfen? Möchtest du kämpfen? Hallo. Wahaha, ich bin müde vom Warten. Du schuldest mir einen Kampf. Alle sind hier müde in diesem geheimen Versteck, ey. Auch diese komische Frau mit den lila, lockigen Haaren war auch schon müde. Oh, Pudox. Pudox. Ein Gift-Pokémon. Ich glaube, Käfer auch noch als zwei Typen. Wir probieren es mal mit Blaze aus. Falls es wirklich Käfer sein sollte, dann müsste eigentlich so eine Glut oder so ziemlich Schaden machen. Aber Lichtschild ist ein bisschen uncool. Erhöht Spezialverteidigung. Nee. Oh nein. Sehr effektiv und trotzdem nur so wenig Schaden. Oh nein. Oh, Psychstrahl, ey. Oh Gott. Okay, macht zum Glück kaum Schaden. Du hast wahrscheinlich einen schlechten Angriffswert. Also Spezial. Ja, das kann ein bisschen dauern jetzt. Der nächste Angriff wird wahrscheinlich auch noch nicht reichen. Ah, man kann ja nicht alles haben, ne? Ich bin so froh, Leute, übrigens. Das muss ich jetzt auch nochmal sagen. Das habe ich noch nie gesagt in einem meiner Videos. Und zwar, ich hatte bisher DSL 6000 und damit war ich einer unter den slower than 80% of Germany Load Speed Test. Und ich bekomme jetzt zum Anfang des nächsten Monats DSL 60.000, einfach so. Und das Geilste ist, es kostet mich nichts extra. Wie geil ist das? So, Sarah, den ersten großen Auftritt hast du hier durch Zufall, mehr oder weniger. Ich möchte dich aber gar nicht hier benutzen, um ehrlich zu sein. Möchte Blaze. Schummel dich hier mal nicht so rein. Stiehl hier keine Aufmerksamkeit. Und mit DSL 16.000 kann ich... Hey, was soll das für eine Kacke hier? Ist ja Bullshit. Mit DSL 16.000 kann ich sogar vielleicht Videos von zu Hause hochladen. Das wäre richtig cool. Also ging natürlich auch schon vorher. Aber damals hatte ich einen Upload-Speed von 500 kbps. Das ist jetzt so eine Zahl, aber die ist extrem langsam. Für ein Video habe ich so zweieinhalb Stunden gebraucht. Und das war extrem nervig. Und der nette Mensch aus dem, der Mensch, der mich halt den Vertrag gemacht hat mit dem 16.000er, hat gesagt, mit, dann habe ich 2.500er Upload. Das wäre fünfmal so schnell, theoretisch. Also für Sachen, die sonst 2,5 Stunden brauchen, bräuchte ich dann nur noch eine halbe Stunde, was ziemlich guter Gewinn ist. Und vielleicht ist es mit 2,5 Mbit pro Sekunde sogar möglich, zu streamen über Twitch. Das wäre natürlich auch richtig interessant. Muss ich mal gucken, ob ich das in Erwägung ziehen würde. Ja, ich habe keine Ahnung, ob ich das will oder nicht. Und falls ja, dann wahrscheinlich keine hier Let's Plays, sondern eher so andere Spiele. So, ich habe natürlich keine Ahnung, wo ich jetzt lang muss. Na? Tankbefüllung, okay, Proviant, okay. Nichts anderes mehr zu tun, als eine Nervensäge aus dem Weg zu räumen. Ja, du sprudelst hier ja vor lauter großen Worten. Mal gucken, ob deine Leistung mithalten können. Litharking ist zumindest schon mal eine brutale Kampfmaschine, muss ich so sagen. Kann man nicht abweisen, diese Aussage. Amnesie, ist das schlau? Nee, ich habe noch keine Spezialangriffe. Oh, der hat sau viel HP, Alter. Also sau viel. Und der faulenzt einfach mal eine Runde. Er ist natürlich cool, das coole an Litharking. Er hat super gute Stats, glaube ich. Aber er chillt einfach mal eine Runde und macht nichts. Obwohl sein Trainer was anderes möchte. Besonders nervig natürlich, wenn man das Pokémon eigentlich gar nicht trainieren dürfte, weil man noch nicht den nötigen Orden hätte. Und wenn es dann auch noch paralysiert und verwirrt ist.
und dann hat es quasi vier Möglichkeiten, nicht anzugreifen. Richtig toll. Wegen der Verwirrung, wegen Paralyse, wegen Faulenzen, wegen nicht das nötige Level, also nicht den nötigen Orden des Trainers. Und wenn er auch noch geflincht wird, zum Beispiel von Schlitzer, dann auch noch das oder Biss. Also da kann man sich schon, kann gar nichts mehr machen in seinem Leben, dieser Leta King. Naja. So, der ist jetzt auch ein bisschen lame hier, der heilt sich immer wieder, der komische Sack, ey. Der faulenzt erstmal, der chillaxt eine Runde. Oh man, wieso hat der so viel HP? Das ist ein richtiger Tank. Jetzt komm, mach ihn platt, bitte. Bitte. Nein! Ja gut, ich hab geschafft. Ich hab's geschafft! Der Entstampfer trifft, glaube ich, ziemlich häufig, wenn nicht sogar immer. Ah, yay. Aber gibt auch einiges an den Erfahrungspunkten. Das finde ich ziemlich cool. Und Nebulak hast du noch als zweites. Da möchte ich gerne wechseln, weil ich glaube, ist nicht so ganz geil mit physischen Attacken, oder? Ist das nicht sogar so, dass physische Attacken überhaupt nicht treffen können, Geister? So normale Attacken? Ich glaube, das ist so. Oder war es andersrum? Oder vielleicht beide Richtungen? Naja. So, Glut. Das trifft aber auf jeden Fall und macht gar nicht mal so ultra wenig Schaden. So, noch einmal Glut und dann ist die Sache hier gegessen. So, Nebulak. Schön, dass du dabei warst, aber leider ist deine Screentime hier vorbei. Alter, Syra hatte noch gar kein Level-Up, oder? Was denn los, ey? Wie viel XP braucht der? Pah! Meine Niederlage war geplant. Ich sollte dich eh nur aufhalten. Ah, das ist schön, dass sie sich nicht um Ausreden hier verlegen sind. Das finde ich cool. So, wo geht's hier lang? Ach, zu seiner komischen hier wieder. Hallo. Teleporter! Der ganze Stolz des Verstecks! Du weißt gar nicht mehr, wo du dich gerade befindest, oder? Den Gegner verwirren, ermüden und dann auf ihn mit Gebrüll. Das ist der Plan. Ja, bin ich froh, dass ich hier randomized Pokémon habe, denn ansonsten wäre das hier so ein hässliches Ding hier. Mit Schnäppke aber jetzt tatsächlich. Was ist das? Ist das Eis, Eisgeist oder so? Komische Kombination? Ich weiß es doch nicht. Schnäppke kenne ich nicht. Ich glaube, es sieht aber nach Eis aus. Kopfnuss, das sollte nicht allzu viel Schaden machen. Obwohl es ein Volltreffer war, ja. Tut mir leid, Schnäppke, aber, ja. Ist Schnäppke nicht auch so eine Beleidigung für so eine, für irgendwie Schnäppke? Ey, du Schnäppke. Nee, keine Ahnung, ich glaube nicht. Ey, du Schnäppke, Mann! Was stimmt nicht mit dir? Du bist ja überhaupt nicht müde. Warum sind die alle müde? Was ist hier los? Piu, piu, piu. Er hat uns gesehen. Hallo. Du hast es tatsächlich bis hierher geschafft? Dann haben wir dich wohl etwas unterschätzt, aber hier geht es für dich nicht weiter. Ich bin besser als die anderen Rüpel und die dir bisher begegnet sind. Ich schinde keine Zeit heraus. Ich werde dich pulverisieren. Oh, oh. Das klingt gefährlich. Oh, das ist ein Vorstand, oder? Ja, Wolfgang. Oh, der gute alte Wolfgang. Direkt aus dem Big Brother Container. Mit Armaldo. Oha, das ist ein dickes Ding, ey. Ich glaube, eine gute Wahl wäre Sailor Moon. Ich habe übrigens in diesem Part jetzt den Ventilator nebenbei laufen, nachdem ich mich das letzte Mal so beschwert habe, dass es ultra heiß ist. Ich hoffe, man hört das nicht in der Aufnahme. Ich hoffe. Falls doch, dann bin ich der größte Failer der Welt. Und es würde mir recht geschehen, beleidigt zu werden. Aber Schutzschild ist ja ein bisschen lame jetzt, ne? Jetzt komm, greif mal an hier. Danke. So, bitte mach Schaden. Töte ihn am besten. Nein, nicht ganz. Metallklaue. Das sollte Sailor Moon gut wegtanken können. Ja, klasse. I like it. Der benutzt Tränke. Einfach so, ein Trank. Mal gucken, ob Blubstrahl jetzt reicht. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Blubstrahl ist, glaube ich, schwächer als Surfer. Es hat gereicht. Nice. Der Vorteil von Blubstrahl ist natürlich, dass er die Gegner auch ein bisschen slowen kann. Das wäre auch cool. Ah, yay, Syra, Level 29. Mit Grasflöte. Was ist das um alles in der Welt? Was ist denn Grasflöte? Versetzt Gegner mit schöner Melodie in den Schlaf. Mit 55%iger Wahrscheinlichkeit. Ja, toll. Wer will denn so... Oh, Mann. 55... So wenig Chance. Ist echt kacke. Ja, nicht erlernen. Mit Givaldro willst du dein Glück weiter versuchen. Blaze hat da was gegen einzuwenden.
Der gute alte Blaze. Sollte Gewaldro sowas von weg rösten, dann gibt's wieder ein paar, ja, heute gibt's vegetarisch. Oder, hä, ist das überhaupt so? Gilt Gewaldro eigentlich als vegetarisch? Weil eigentlich ist er ja eine Pflanze, aber ist ja ein Pokémon. Ist das vegetarisch oder nicht? Das weiß ich jetzt nicht. Das, bin ich überfragt. Müsste ich mal in einem Fanforum fragen. Zählen Pflanzen Pokémon als vegetarisch? Als nächstes wird Macholo eingesetzt. Was benutzen wir dagegen? Keine Ahnung. Wie wär's mit Bombine? Oder war das überhaupt schlau? Macholo, Kampf ist gut gegen Gestein. Ah, ich glaube, Bombine ist im Boden. Naja, wir werden sehen. Ich glaube, Macholo wird keine Chance haben. Sage ich jetzt einfach mal so und behaupte das hier schnurstracks. Geowurf. Oh, das ist besonders gut gegen Bombine, ey. Das ist ja davon abhängig, wie schwer der Gegner ist. Aber ich habe überlebt. Das ist natürlich... Oh nein, keine AP mehr! Ich hätte niemals gedacht, dass mir sowas passieren würde. Probieren wir es mit... mit was probieren wir es, Zerschneider? Okay, es hat gereicht. Das ist toll. So, aber du hast noch ein Pokémon. Welches hast du denn noch? Ah, nee, hast gar keins mehr, Alter. Was bist du für eine Wurst? Dann habe ich eben auch verloren. Während ich mit dir gespielt habe, hat sich unser Boss vorbereitet. Und Herr Rob, der verzieht sich einfach. Unser Boss ist schon unterwegs. Zu einer Unterwasserhöhle. Falls du ihn verfolgen willst, suche doch mal die Tiefsee in der Region Monsegrasilp City ab. Wie soll ich das machen? Ich kann doch gar nicht tauchen. Aber ob du ihn dort auch finden wirst, hehehe. Das ist ein bisschen scheiße. Hab ich Taucher schon? Diese VM? Ich glaube nicht, oder? Habe ich Taucher? Ja, da, 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 da. Nee, habe ich nicht. Ist das hier der Shortcut zum Eingang? Ja, ist es. Okay, cool. Ja, so viel zum Team Aqua-Versteck. Das war ziemlich atemberaubend, gebe ich zu. Das Wasser ist tiefblau. Möchtest du auf einsetzen? Ja, gerne. Okay, dieses Kapitel haben wir damit abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal ins Pokémon-Center, weil AP hätte ich doch schon ganz gerne, bevor wir uns hier auf den Weg nach Osten machen. Um neue Gefilde zu erkunden, eine komplette Wasserroute liegt leider vor uns, um genau zu sein sogar zwei, bevor wir in die nächste Stadt kommen. Und das freut mich nicht. Ich mag Wasserrouten nicht gerne. Ah. Problem daran ist nämlich, dass auf jedem Schritt ein wildes Pokémon mich anspringen könnte. Und die sind auch so unübersichtlich, weil die keine klare Wegfindung haben. Es ist leichter, irgendwas zu übersehen. Aber wir versuchen unser Glück einfach mal. Mal schauen, was passiert. Die Weimar müsste jetzt auf jeden Fall weg sein. Mit diesem komischen Dresseur. Dresseur? Heißt das Dresseur? Weiß ich nicht. So, Surfer! Yay! So, Route 124. Hier dürfen wir ein Pokémon fangen und das werde ich tun. Geht's hier auch lang? Nee, okay. Welches ist unser Routen-Pokémon? Hier in so dunklen Stellen hier kann man nämlich immer tauchen. Just for info. Aber ich habe Taucher noch nicht, deswegen können wir das noch nicht nutzen. Wenn du dich einfach nur im Meer treiben lässt, kommen Pokémon, um zu spielen. Ja, spielen, ne, in Anführungsstrichen. Die wollen mich töten! Eine Herausforderung von Schwimmerin Monika mit Maskerigen. Ich glaube, das war Käfer, oder? Ich habe selber ein Maskerigen auf der Bank rumliegen, also im Pokémon-Lagerungssystem. Ich glaube, es war Käfer. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich probiere mein Glück mit Blaze einfach mal aus. Gut, alter Blaze. Blaze leistet uns schon voll lange Gesellschaft. Blaze und Bobine waren zwei unserer ersten Pokémon. Das finde ich ziemlich cool, dass die sich so lange gehalten haben und ich möchte sie nicht verlieren. Ich hoffe, das war jetzt kein schlechtes Omen, dass ich das gesagt habe. Ein Volltreffer wäre auch cool. Dann würde ich nämlich mit dem nächsten Treffer hier gewinnen. Kann Maskerigen eigentlich auch weinen? Weil Augen hat er ja eigentlich gar nicht. Zeebot hat auch keine Augen. Windstoß. Ja, das sollte nicht allzu viel Schaden machen. Danke. So, Verbrennung. Yay, gewonnen. Cool, ich habe gewonnen. Yay. Epischer Sieg. Tja, Monika, keine Chance. Aber unser Routen-Pokémon steht auch noch offen. Wir wissen noch nicht, was unser Routen-Pokémon ist, aber um die Spannungskurve hochzuhalten, würde ich sagen, wir machen das im nächsten Part. Das nächste Mal gucken wir, welches Routen-Pokémon uns entgegenspringt. Mal sehen, wie auch diese Wasserroute sich weitermacht. Wir sehen uns dann. Ciao, Leute!